Und wieder da sind wir mit der zweiten Folge und wieder laufe ich, oder immer noch laufen wir auf der Bahnschienen lang. Und ich hoffe, dass mir Chiller gleich entgegengelaufen kommt. Ich hoffe auch, dass du mir entgegenkommst, weil immer noch dieser scheiß Zombie an meinen Arsch klebt, ey. Ja, aber unintelligent schätze ich wahrscheinlich den Chiller noch in die andere Richtung. Und läuft von hier einfach immer weiter weg. Nein, nein, sofern er bei diesem Leuchtturm gestartet ist und er dann auch die richtige Richtung. Richtung auf dem Bahngleis läuft, der hätte sich mal. Ich bin links, Alter, am Fluss lang gelaufen. So wie du es mir gesagt hast. Also ich wüsste nicht, dass es auf der Karte einen Fluss gibt, aber du meinst bestimmt das Meer. Ja, das scheiß Meer, Alter. Ja. Aber der andere Kollege hier, den ich getroffen habe, der ist nicht mehr da. Ich glaube, das war auch der, der letztendlich auf mich geschossen hat vorhin. Ja, müssen wir den töten, wenn wir den nochmal sehen. Ey, Drecksviech, verpiss dich. Geh weg von mir. Warum machst du sowas? Ich versuch mal den Buschtrick von gestern. Aber ich sehe. Es hat funktioniert? Ich sehe auch noch keinen, noch nicht mal eine Ferne irgendwie. Es hat funktioniert, Tim. Apropos Ferne, ich weiß, was ich nochmal einstellen wollte. Es geht nicht mit der Aufnahme, da kackt mein Laptop voll ab. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das funktionieren wird. Okay, sieht jetzt zwar ein bisschen scheiße aus, die Grafik, aber zumindest läuft's besser. Ja, damit muss man leben. Mal gucken. Also das Spiel ist echt mega ressourcenfressend, ey. Das frisst... Was war das? wenn du an der Tankstelle vorbeiläufst... Ich seh dich auch! Jo, Mann, saugut. Komm her. Hast du noch den Zombie hinter dir? Nee. Nein, ich hab ihn abgehängt. Der Buschtrick funktioniert doch. Sag ich ja. Siehst du, hör mal auf den kleinen Tim. So, wir gehen jetzt da in die Tankstelle rein. Kann ich dich umbringen? Ich kann dich umbringen. Ich hab ne Axt. Du hast nichts. Verpiss dich, Junge. Pass auf. Okay. Duck, aber leg dich dazu hin, dann kannst du näher die Y. Und am besten, du bleibst hinter mir, weil ich die Axt hab. Ach, Quatsch. Wer will mich holen, Junge? Warte, nicht. Ich muss mal kurz was trinken, warte mal. Ich geh schon mal vor. Yeah. Jetzt hat man unten rechts in der Anzeige voll gesehen, wie sich das Trinken quasi wieder, also die Getränkeanzeige wieder aufgeladen hat. Ja, die müsste sich bei mir auch mal demnächst mal wieder aufladen. Was hast du so im Inventar drin? Gar nichts. Ich hab nur Painkillers, Scrap Metal, Flashlight und Patrol Pack. Oh Gott. Sieht nicht gut aus, ne? So, was haben wir denn hier? Hier ist ein Karton. Carglass Karton. Reifen brauche ich nicht. Carglass brauchst du auch nicht. Benzintank brauchen wir auch nicht. Scheiße! Boah, es läuft nicht. Können wir nichts von mit anfangen. Denn. Da kann man nicht rein. Sag was. Also da einfach auf gut Glück in diese Richtung gehen? Nein, da kommst du nirgends hin. Also wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können in die Stadt gehen wieder. Mit einer hohen Gefahr, dass wir getötet werden, weil wir einfach voll nicht ausgerüstet werden sind. Aber da können wir uns ausrüsten. Da liegt halt gutes Zeug. Oder wir gehen dann in die Richtung, warte, zu einem Flugplatz. Da kann man sich auch recht gut ausrüsten. Hat's da auch Flugzeuge, die man fliegen kann? Wenn da ein Hubschrauber spawnt, kannst du da auch einen Hubschrauber dir zusammen basteln, ja. Okay, wir gehen in die Richtung. Also wenn da einer ist, die Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich nicht. Aber folgt mal einfach. Wollen wir nicht rennen? Geht doch schneller. Noch nicht, gleich, wenn wir ein bisschen im Wald sind hier. Dun, dun, dun. Hast du dir unser Let's Erklär die Set angeguckt, Schiller? Ja, hab ich. Zum Schluss, da waren wir auch auf diesem Flugplatz da die ganze Zeit. Ich hab's mir nicht ganz angeguckt. Achso. Was? Ja, wenigstens bin ich ehrlich. Ja, stimmt. Ja, jetzt läufst du, weißt du, du bist eine Sau. Ja, jetzt können wir laufen. Hier kommt kein Zombie, also hier sollte eigentlich
Also ich hab's jetzt schon fast ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nicht mehr gespielt, so richtig, aber... Du kannst auch so Überhol dich. Ich weiß, ich kann nicht. Überhol dich. Ich kann dir auch einfach mal mit einer Axt ins Knie schießen. Ach so, du kannst mir ins Knie schießen. Ja, pass auf, guck mal her. Meine Axt schießt nämlich, guck mal genau hin. Siehst du das? Voll der Scheiß, Alter. Das ist halt, weil im Spiel, im eigentlichen Arma-Spiel gibt's keine Äxte und dann mussten sie halt irgendwie sich was einfallen lassen. Dann haben sie quasi den Skin einer Pistole zu einer Axt umgewandelt und deswegen schießt die. Oh Mann. Hack. Die musst du auch nachladen, die Axt, ne? Ehrlich? Ah ja, die hat 999.000 Schuss und dann musst du sie nachladen, falls die mal einfach alle sein sollen. Den Stock nachgeladen. Was sagen deine so Gesundheit? Ist es gar nicht, ganz ehrlich. Irgendwann ist ja dann auch mal die Axt aufgebraucht. Ja, eben. Schärfe, ne? Auch wenn ja. Du mal 99.999 bisschen getrieben ist, oder? Siehst du? Irgendwann musst du nachschleifen, ne? Da hinten ist schon. Warte mal kurz. Soll mal stehen? Ja, da ist schon dieser Vorbau vom Flugplatz. Mhm. Da gibt's auch schon gutes Zeug. Da müssen wir aber vorsichtiger sein, weil da ein paar mehr Zombies sind, ne? Ja, erstmal noch ein bisschen vorrennen. Was sagen deine Gesundheitsanzeigen? Was ist die Gesundheitsanzeige? Naja. Also, pass auf. Die Pistole ist grün. Weißt du, was die Pistole zu bedeuten hat? Mein Waffenzustand? Nein, also wenn die rot blinkt, dann kannst du dich derzeit nicht ausloggen. Weil du kannst sie nicht ausloggen, wenn irgendwo in der Nähe geschossen wird. Okay. Hat den Sinn, dass sich manche, wenn sobald sie einen anderen Spieler gesehen haben und der auf ihn geschossen hat, einfach ausgelockt haben. Okay. Danach dieses Reagenzfläschchen ist rot, komplett voll. Das ist Fieberthermometer. Heißt das, dass ich voll hot bin? Ja, eigentlich schon. Bin ich aber auch und ich habe da noch eine kleine Wirkung gespürt. Das war schon immer so, dass das ein bisschen rumgespackt hat. Also da... Okay. Ich habe sonst Antibiotika zur Not, wenn es dir ganz schlecht geht. So, okay, hier sehen wir schon mal ein paar Zombies. Und ja, toll. Lauf hinter mich. Der nächste kommt auch. Der läuft aber auch hässlich, ey. Klatsch ihn um. Nein. Bin ich getroffen? Doch. So, mal gucken, ob die was bei sich haben. Der eine hat eine leere Dose bei sich. Nee, also nicht. Siehst du, und jetzt leuchtet auch das Rot die Waffe, ne? Wie du siehst? Ja. Genau. So, jetzt lass hier mal wirklich lang kriechen. Oh, der andere kommt auch. Warte, der andere kommt auch. Den räuchern wir gleich. Oh, verpiss dich, ey. Ja, wir hätten früher kriechen sollen. Irgendwie hat sich die Range, wie sie das sehen, ganz schön erhöht. Im Gegensatz zu früher. Hau ihn um. Ja, ist. Hat der irgendwas? Nee. Gut, dann hinlegen. Ja, ich bin die ganze Zeit im Hinlegen-Modus jetzt. Also, sobald ein Zombie kommt, hinter mich stellen, ne? Dann. Erstmal müssen wir gucken, wo gehen wir denn jetzt rein? Oder wo können Warte wir mal. Alle rein? Hier rechts um Ecke, in diesem kleinen Holzvorstand, da könnte was liegen. Hier? Nee, warte mal. Nee, Quatsch. Da vorne, bei dem. Sorry. Na, passiert. Hast du es umgefallen? Hä? Oder? Moment mal kurz, ich muss mich kurz. Ach ne, doch, genau. Hast du ihn getötet oder was? Ich hab die Zombies getötet. Achso, ich dachte, du hast den Killer getötet. Ne, das mach ich später. Nach der Aufnahme laufen. Genau. Ne, ich werde mir auf jeden Fall eine Knarre besorgen, dann knall ich dich ab. Ich kann jetzt auch deine Tasche öffnen und da was rausholen, ne? Was, Digga? Man kann bei Mitspielern den Rucksack öffnen und was rausholen. Da kann man Items austauschen oder so, ist ganz praktisch. Oder Klaus. Na, das war ein Fehler. Warum? Leg dich hin. Warum war das ein Fehler? Ja, weil da hinten Zombies hoppeln. Ja, einer. Ja, ist mir egal. Der macht einen Lucky Hit und dann hast du ein gebrochenes Bein. Und was machen wir denn? Sterben. Ja. So, hier ist wieder das Scrap Metal. Was ist das eigentlich? Oh, eine Axt. Das ist diesmal meine. Jo, nimm sie dir. Das andere ist Metallschrott, damit kannst du Autos reparieren. Hier hinten ist noch eine Axt. Wie kann ich die denn aufheben? Hier ist noch eine Axt. Indem du dich vorstellst, bist da. Genau. Hast du? Ja, hast du. Keine Ahnung. Jetzt drückst du G.
So, normalerweise ist da die Axt ein Werkzeug und keine Waffe, deswegen ist sie in deinem Toolbelt, also in deinem Werkzeugdings quasi. Ganz unten im Inventar, ganz unten, ne? Ja, ja. Da sagst du Rechtsklick und sagst Remove from Toolbelt. Okay. Alles klar. Hast du eine Hand? Ja. Genau. Einmal. Komm mal her, Tim. Nee, hör auf, komm, das ist. Alter, du hast mich gerade getötet, Junge! Sorry, Mann! Alter. Ich wusste nicht, dass das so krass ist mit dem Schießen. Du bist ein Held, ehrlich. Sorry, Bro. Headshot. Pass auf, ich gebe dir den Headshot. Nein, hör auf jetzt. Nein, ich mach das nicht. Also, ich bin kurz vorm Sterben jetzt, ne? Also. Wie? Warum das denn? Weil ich kurz vorm Sterben bin, Mann! Ja, warum? Weil die Axt ganz schön reinhaut. Hau du mal eine Axt irgendwie in den Schädel. Mal gucken, wie lange der noch lebt. Und ich sehe jetzt. Unter gewissen Umständen kann man überleben. Und ich sehe jetzt auch alles schwarz-weiß. Beste, bei dir läuft. Ja. Gut. Clevere Aktion von Chiller, sehr clever. Erstmal. Ja, sorry, ey. Darauf fresse ich jetzt erstmal eine Runde Bohnen. Assi, ja, ist der ohne mich. So, jetzt lass mal in die anderen Hallen gehen. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, hör auf, so auszurasten. Ja, ausrasten? Was ist mit dir denn los, Junge? Du läufst da in der Hucke drin. Ja. Pass mal auf, wie du rumläufst. Im Haus können die Viecher nicht laufen, ne? Das heißt, wir sind hier voll sicher eigentlich drin. Was ist das denn? Kann man da irgendwas von aufheben, von dem Scheiß hier, was da rumliegt? Ne, sind nur Leichenteile. Toll. Hier ist ein Paket. Wo? Irgendwas mit Glas, Alter. Achso, ja, das ist Windschutz. Das brauchst du, um Auto rüber zu reparieren. Das ist die Windschutzscheibe. Ey, Digga, lass mal ein Auto machen. Hier ist schon mal ein Motor. Wo ist ein Motor? Tatsache. Ja, wir brauchen nur ein Autofrack. Ne, lass das mal liegen. Wir wissen ja, wo es liegt. Er hätte schon Bock auf ein Auto. Ja. Einiges leichter machen. Nee. Nee. Ja, irgendwie doch. Nee. Weil dann alle auf uns, sich. Oh Gott. Oh mein Gott. Hinlegen. Ich glaube, wir gehen erstmal dahin. Hinlegen. Warte. Hinlegen. Ich bin woanders hingegangen. Ja. Ich denke, dass hier irgendwas ist. Wo denn? Ja, hier. Wo bist denn du? Ich sehe nicht. Map! Siehst du, ich habe eine Map gefunden. Hä, wo bist denn du? Also, wir sind links vom Flugfeld. Hä, wo bist denn du? Ehrlich? Ich weiß, wo wir sind. Aber wo bist denn du jetzt genau? Ach, da! Okay, da lag eine Karte? Jo. Liegt da noch was? Nee. Okay, ja, dann weiter zum Flugfeld. Kriechen, wenn geht, wenn's geht, weil hier... Ja, ich bin schon am Kriechen. Nehmen wir direkt ein bisschen Dings, ne? Ey, ich könnte dich so erschlagen, ne? Mich? Wegen der Axtaktion. Sorry, Mann. Das kriegst du auch noch wieder, das verspreche ich dir. Ich werde dich hier zwar nicht töten, aber irgendwie lass ich mir noch was einfallen für dich. Ja, wollen wir uns schlagen auf der Gamescom? Nee, lieber nicht. Kannst du mit Alphons machen. Warum denn nicht? Kannst du mit Alphons machen. Hast du Schiss oder was? Ja, ich bin nicht so der Schläger. Ey, Alter, wo bist du? Ich laufe schon die ganze Zeit, ich krieche schon die ganze Zeit Richtung Flugfeld. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, komm einfach zum Flugfeld. Du siehst mich nicht, weil ich rumkriege wahrscheinlich. Ist auf der Karte irgendwas markiert, irgendwelche Punkte? Ah, warte, genau. Weil andere Spiele. Ich weiß, wo du bist. Ungefähr weiß ich jetzt, wo du bist. Zeig die Karte, ne? Mhm, das ist ein blauer Punkt. Oh Mann. Oh Mann. Was denn? Ich bin voll geflasht. Wie, du befindest dich davor? Von was? Ich bin... Von was wohl? Ach so. So, da haben wir die 15 Minuten... Ja, sorry, ey. Da haben wir die 15 Minuten jetzt feuern. Ja, Mann, ja, denk halt mal nach, ja. Danke, Lou. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns jetzt.
Bis zur Folge 3. Bis denn. Jo.